Ja, ich begrüße euch herzlich willkommen zu unserem ersten Teil von Road to Mercy in Form. Es gibt natürlich noch andere geile Spieler, die wir hier in diesem Team der Woche haben und es geht auch gleich weiter. Ja, ich hatte jetzt erstmal ein paar Stunden Zeit, diesen scheiß Tauschstapel da leer zu machen. Hat ein bisschen gedauert, aber dann ging's doch und jetzt ist auch alles vorbei. Wir können jetzt auch wieder welche auf den Tauschstapel tun und dann öffnen wir jetzt auch gleich das erste Pack. Ich bin gespannt drauf, ob wir heute mal ein wenig mehr Glück haben als sonst, denn da lief es ja sonst auch nicht mehr so gut. Und hier ist das erste Pack, ein Innenverteidiger Martinez mit Tempo 54. Ja, okay. Es geht jetzt eigentlich nicht. Das Pack war jetzt eigentlich sehr, sehr schlecht. Es geht auf jeden Fall noch besser. Und das wollen wir jetzt gleich nochmal wissen. Wir tun jetzt erstmal hier die Verträge wieder auf den Tauschstapel. Alles schön. Und ja, gleich oder gleich, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Das sage ich eigentlich in jedem Video. Aber trotzdem spielt heute wieder oder spielen heute ein paar deutsche Teams. Ich muss mal gucken, ich habe das jetzt nicht so im Kopf. Auf jeden Fall weiß ich, dass Stuttgart heute gegen Kopenhagen spielt. Dann spielt Hannover gegen Helsingborg sogar um 19 Uhr schon. Und ja, gestern einfach geiles Spiel. Hier erstmal ein Real Madrid-Spieler. Die haben ja verloren gestern. Das war auf jeden Fall sehr geil. Hab's mir natürlich angeguckt. Higuain 85, 4-4-2 Formation. Und dann einen Chini im Tor. Okay. Higuain, der ist schon mal was wert. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass der ein paar Coins, ja, uns einbringen wird. Auf jeden Fall glaube ich nicht viel, aber ich schätze mal so um die 14.000, 10.000. Warum tue ich den auf den Tauschstapel? Wir brauchen noch Platz für ein paar andere Packs. Ich werde jetzt hier mein ganzes Geld verballern und einfach hoffen, dass wir dann irgendwas bekommen werden. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem, denn dann haben wir auch keine Coins mehr. Und das müssen wir dann irgendwie mal, ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ob wir dann irgendwann mal wieder ein paar Coins erhalten werden, die wir dann zum Packs öffnen, ja, verbrauchen können. Okay, dann ist jetzt hier auch das nächste Pack. Es lief ja jetzt schon sehr, sehr gut. Und jetzt hakt es auch. Vielleicht ist da jetzt ein Cristiano Ronaldo drin, denn ihr habt es gesehen, wahrscheinlich viele mein Video, was ein bisschen lustig war. Auf jeden Fall war es sehr lustig. Münzen, da, 1000 Stück. 1000 Stück, 1000 Dinger am Mauri. Ah, okay. Dribbling 81. Dann haben wir Chico. Kramer von Bochum. Dann, ja, ist auch alles nicht sehr wertvoll. Okay, wir haben Higuain. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht viel wert sein wird. So, die Münzen aktivieren wir und die Verträge tun wir wieder auf den Tauschstapel. Und dann kommen wir auch gleich zu unserem letzten Pack, denn so viel will ich heute auch nicht ausgeben. Es muss ja immer noch mal was drin sein. Okay, hier, das sagt schon einiges. Messi, Messi, Messi. 7000er Messi, 7500er Messi, wen wirst du uns geben? Wird es vielleicht ein Double sein? Vielleicht ein Double von Lionel Messi. Das wäre doch geil. Das wäre doch geil, Petreuper. Aber guck mal, wie viele Spieler hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Spieler drin. Kein sehr richtig seltener. Hier Petreuper mit Tempo 92. Dann haben wir hier Mike Hanke. Ebenfalls Tempo 61, was heißt ebenfalls eher Tempo 61, was nicht sehr schnell ist und sonst auch nicht sehr gut. Okay, dann tun wir die alle zum Verein, haben wir hier wieder ein paar Sachen und nur noch 20.000 Coins. Jetzt müssen wir natürlich alle auf Higuain hoffen, dass der doch dann ein paar Coins wert ist, denn sonst haben wir wieder, ja, sehr viel Verlust gemacht. Wir machen eigentlich bei jedem Pack-Opening Verlust. Aber dennoch gibt es auch manche Tage, wo es dann doch wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Und heute war es vielleicht wieder einer. Ich guck mal, wie teuer der jetzt ist. Aber auf dem PC ist der, glaube ich, immer teurer, ne?
als auf der PlayStation. Auf der PlayStation ist er, glaube ich, weniger wert. Und bei, ja genau, Xbox war am wenigsten, dann kommt PS3 und dann kommt PC. Genau, PC ist das teuerste und das lässt dann doch noch hoffen, dass wir hier vielleicht doch eine kleine Goldgrube gezogen haben. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube auch nicht, dass er viel wert sein wird, aber wir können es ja natürlich mal hoffen. Und ja, wir kommen nochmal zurück auf Dortmund gegen Real, einfach geiles Spiel. Ich habe es mir natürlich angeschaut, kam ja auch live im zweiten ZDF. Und ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. 3, 2, 1, los. Okay, ich klicke da jetzt nicht drauf. Wir sehen ihn auf jeden Fall schon. Ich gehe ganz leicht und da ist... Oh, 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 oh. Ja, haha, das liegt wahrscheinlich an seinem Tempo. Oh ja. Oh ja, da ist er nichts wert. Wow, das ist doch wieder scheiße hier. Ja, okay, ist alles scheiße gewesen. Scheiße gelaufen, auf jeden Fall. Higuain der Beste. Immerhin 4-4-2-Formation, das ist er wieder ein wenig mehr wert als sonst. Und ich verabschiede mich. Das war wieder ein kleines Pack-Opening. Morgen dann, ja, lasst euch überraschen. Ich weiß selber noch nicht, was ich da mache. Egal. Okay, haut rein, Leute. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Messi habt oder so. Oder Rooney in Form, keine Ahnung. Und dann schaltet doch heute beim Fußball ein, wenn ihr Bock habt. Ich mache es auf jeden Fall. Und mal schauen, ob der deutsche Fußball wieder so grandios spielt wie gestern und vorgestern. Schalke ja auch gewonnen, Bayern auch. Einfach gut. Und so, ja, verabschiede ich mich jetzt auch. Tschüss, euer Hansa-Fan 966.